Hallo, guten Tag und Dobrodan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es hier alle Infos zur nächsten Vigor Season. Das bedeutet, ich erzähle euch heute in diesem Video, wann die neue Season genau rauskommt, welche Neuerungen es da gibt. Das bedeutet, alle Infos zur neuen Map, zur neuen Rauchnebelgranate und zum neuen Messer. Ja, es gibt ein neues Messer und damit ist auch noch etwas verbunden. Die Details, die gibt es gleich. Bevor wir da aber genau ins Detail gehen und alles abchecken, was mit der nächsten Season zu tun hat und mit dem nächsten Update uns alles Neues erwarten wird, checken wir vorher gemeinsam jetzt hier den Trailer zur Vigor Season 18 ab. Und jetzt, let's go! Schauen wir uns den Trailer an, der geht 1 Minute 15. Das ist der neue Trailer zur nächsten Season in Vigor, zur Season 18 Isolation, Isolation. Und hier ist der Trailer, los geht's. Es ist auf jeden Fall, man sieht es direkt, es wird eine kalte Winterseason sozusagen vom Thema her. Denn die Winterskins sind alle so schneeweiß. Es gibt verschiedene, das ist einer mit einem Rucksack, auch einem neuen. Ob das jetzt ein Set ist oder ob man das auch einzeln voneinander tragen kann, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und auch welcher Skin der Premium-Skin davon ist, weiß ich jetzt nicht. Das wissen wir erst, wenn dann die Season rauskommt. Das wurde vorher noch nicht geleakt. Ansonsten ist ziemlich alles klar soweit. Sehen wir jetzt nämlich auch gleich. Hier erstmal der Militär-Skin im Camouflage-Look. Und hier kommen jetzt auch die neuen Rauchgranaten ins Spiel. Ihr seht es, man sieht nichts, wenn man in diesen Nebel geraten ist oder wenn man diese Smoke Grenade wirft. Das neue Messer mit dem neuen Combat-System wird hier auch so angeteasert sozusagen. Und das ist die neue Map. Zumindest erstmal im Shootout. Das Heulabyrinth ist da das Event im Shootout. Und das sind die drei Skins aus dem nächsten Battle Pass. 7. Februar geht's los. Die nächste Season. Ich bin gespannt, am 7. Februar geht es los und alle Details zu den Neuerungen in der Season 18, die gibt es jetzt, also bleibt unbedingt dran. Ja, schauen wir uns doch zuerst einmal den Startscreen von Season 18 an. Hier ist einmal aufgelistet, was es alles Neues geben wird in Season 18 und ich habe das mal für euch auch und für uns jetzt hier ins Deutsche übersetzt. Was ist neu in Season 18? Natürlich erstmal der neue Battle Pass, Chronicles Isolation, kommt in den Battle Pass. Das heißt, die neuen Skins, die wir schon gerade im Trailer gesehen haben, werden natürlich da drin sein. Und jede Menge weitere Sachen, wie zum Beispiel auch Baupläne für die neuen Sachen, für die neue Waffe und für die neue Granate. Aber das gucken wir uns alles gleich noch im Detail an. Dann die neue Karte, aber wie immer allerdings nur im Shootout-Modus. Das war aber irgendwie klar, denn wenn es eine neue Map in Vigor gibt, dann dauert es mindestens eine Season, bevor sie als Begegnung freigeschaltet wird. Und es ist immer entweder eine Shootout oder eine Elimination Map, bevor sie dann eine große Begegnungsmap wird. Aber auch da gucken wir gleich noch auf die Map. Die sieht sehr, sehr geil aus. Zumindest das, was man schon sehen kann oder was es da schon zu sehen gibt, ist sehr, sehr nice. Erobern Sie die Outlands mit dem neuen M14 Sturmgewehr, die neue Waffe. Die genauen Waffendetails blende ich euch gleich auch noch ein. Nutzen Sie die Rauchgranaten für einen taktischen Vorteil. Auch wie diese Rauchgranaten funktionieren, sprechen wir gleich nochmal drüber. Verschaffen Sie sich mit dem verbesserten Nahkampfsystem einen Vorteil gegenüber Ihren Feinden. Das ist sehr interessant, obwohl ich weiß nicht, wie sich das später im Spiel auswirken wird, aber was genau das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Meistern Sie das neue Viper V4 Messer. Das ist zusammenhängend mit dem neuen Nahkampfsystem. Dann ein neues Messer im Spiel. Zerstören Sie die Barrikaden vom Barrett House, also vom verbarrikadierten Haus mit Waffen oder Sprengstoffen. Das ist auch sehr interessant, eine Neuerung, die ins Spiel kommt. Und dann gibt es einmal noch das Belohnungssystem für Kisten, wurde überarbeitet hier. Und als letzter Punkt, das neue Premium Pack Ghost of the North ist da. Da kann ich euch schon mal zu sagen, das können wir noch nicht sehen. Alles andere können wir uns jetzt im Detail angucken. Das neue Premium Pack, da wissen wir wie immer vorher nicht, wie es aussehen wird. Das erfährt man erst dann tatsächlich am Tag vom Release, wenn das neue Update dann live geht. Aber den Rest können wir uns jetzt nochmal im Detail genau anschauen.
Also die neue Season ist auf jeden Fall eine Winterseason, eine eiskalte Winterseason. Das gefrorene Ödland wird dich nicht in die Knie zwingen, heißt es hier auch schon im In-Game-Teaser, der uns derzeit schon angezeigt wird. Passe dich an die bittere Kälte an und beweise, dass niemand deiner Tarnung gewachsen ist. Mehr dazu findest du im Trailer. Den haben wir uns ja schon am Anfang des Videos angeschaut, den Trailer, wo man ja schon einige Skins gesehen hat. Den genauen Battle Pass und alle 50 Stufen, die gucken wir uns dann genau an, wenn er released wird, dann ab 7. Februar. Sprechen wir über die neue Map. Es ist die Map Eikjevin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eikjevin, die neue Map in Shootout. Erstmal nur als Shootout-Map, aber hier auf dem Vorschaubild sehen wir schon, es gibt einen großen Bauernhof mit zwei Silos. Und es wird auf jeden Fall nicht nur eine ländliche, bäuerliche bzw. landwirtschaftliche Map, so meine ich, sondern es wird auf jeden Fall auch so ein bisschen Urban Style. Das zeigt nämlich ein Vorschaubild hier schon aus der neuen oder von der neuen Map, wo man auf jeden Fall hier links oben ein großes Plakat sieht, beziehungsweise zwei Plakate, wo auch wieder so Fisk, also so Fischwerbung drauf zu sehen ist. Auf jeden Fall gibt es hier eine große Straße mit einem großen Plakat. Also es scheint auch ein bisschen städtisch zu sein, die neue Map. Und ein Highlight natürlich auf dieser Map wird das hier sein. Das ist das große Heulabyrinth, was in Shootout sicherlich erstmal die zentrale Rolle spielen wird. Später dann wird es ein Bereich auf einer großen Map. Ich denke, es wird eine sehr große Map, ein Bereich auf einer großen Map sein. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, was da alles drumherum noch so sein wird, denn das werden wir erst dann wahrscheinlich in der nächsten Season erfahren, wenn dann die Map auch als Begegnungsmap dann endlich verfügbar sein wird. Bis dahin wird es Shootout geben und sich wahrscheinlich hauptsächlich, meine Vermutung, alles zentral um dieses Heulabyrinth drehen, was aber auch schon mal sehr cool aussieht, muss ich sagen, sehr, sehr cool. Dann gibt es eine neue Waffe, das M14. Ich habe euch hier mal die Infos zu der Waffe eingeblendet, also die Schadensrate und auch die weiteren Infos gibt es hier eingeblendet schon mal zu sehen. Das heißt wie immer nicht so viel, weil wir wissen nicht genau, wie die Waffe sich dann wirklich im Spiel verhalten wird, aber sie hat Einzelschuss und auch Dauerfeuerschuss. Was man hier auch sieht, ist das neue Viper V4, das neue Messer, und da kommen wir jetzt noch mal genauer zu. Denn dieses neue Messer kommt nicht alleine ins Spiel, sondern tatsächlich mit einer neuen Mechanik. Und bisher ist es im Nahkampf ja so, dass man, ihr seht es jetzt hier auch gleich eingeblendet, dass man bisher mit einem Messer nur einen Schlag machen kann. Und dann muss man sich kurz wieder zurück in die Position bewegen, um den nächsten Schlag auszuführen. Das ist jetzt oder wird jetzt in Zukunft anders sein, denn dann geht es so, dass man nicht mit einem Schlag ein Messerhieb, sondern mit einem Schlag mehrere hintereinander machen kann. Also zum Beispiel, bisher war es so, dass man mit einem Schlag, und in Zukunft wird es so sein, dass man drei Schläge hintereinander machen kann. Zack, zack, zack. Und dadurch hat man ein verbessertes Nahkampfsystem, mit dem man mehr Schaden machen kann und auch schneller Schaden machen kann. Kommen wir zu einer Neuerung, die ein Loot-Event betrifft, nämlich das verbarrikadierte Haus. Man kann jetzt in Zukunft die Holzbeschläge, also alles, was verbarrikadiert ist an Fenstern und Türen, in Zukunft mit Waffen, aber auch mit anderen Gadgets wie Granaten oder aber auch Kontaktbomben, man kann es kaputt sprengen oder abschießen. Man kann es auch weiterhin einfach aufmachen, indem man hingeht und dann die Sachen wie vorher auch abschraubt sozusagen. Und in Zukunft wird aber auch eben der andere Weg möglich sein, dass man da mit Gewalt reinkommt und diese Türen und Fenster, die verbarrikadierten Sachen darunter schießt oder absprengt. Das wird in Zukunft vielleicht die Dynamik um so einen Kampf ums Barrett House nochmal verändern. Mal gucken, ist auf jeden Fall interessant, ist mal eine Änderung, die so auch mal ein bisschen was vielleicht im Spiel auf den Maps verändert. Das finde ich ganz cool. Bin gespannt, wie sich das später auswirken wird. Was denkt ihr? Und kommen wir jetzt zu der Neuerung, die wahrscheinlich die meisten begrüßen und sich auch darauf freuen, nämlich eine Neuerung, die sich die Community schon sehr, sehr lange wünscht. Seitdem es nämlich Handgranaten gibt, wollten alle eigentlich immer schon auch Rauchgranaten haben. Dann kam irgendwann diese Blendgranate und alle haben, also was heißt alle, aber ich meine jetzt immer mit alle, die Vigor Community hat ziemlich, ich sag mal, mit gemischten Gefühlen darauf reagiert und hat sich eigentlich mehr eine Rauchgranate gewünscht und nicht diese Blendgranate. Und jetzt ist es endlich soweit, jetzt kommt sie ins Spiel und sie verändert, glaube ich, einiges.
denn ihr seht es jetzt auch eingeblendet hier, die Rauchgranate setzt einen riesigen Nebel frei. Und wenn man sich in diesen Nebel reinbewegt, sieht man auch absolut gar nichts. Der Nebel, ich würde mal sagen, der hält so ungefähr 30 Sekunden. Aber so ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Wir werden es dann im Spiel sehen. Aber der hält schon so einen Moment und verzieht sich dann wieder. Und dann wird auch natürlich die Sicht wieder frei und klarer. Aber ich denke mal, und das wird es wahrscheinlich auch dann in Zukunft sein, wird man den eventuell sehr gut bei zum Beispiel verbarrikadierten Häusern oder aber auch bei der Flucht im Exit gut einsetzen können, diesen Rauchnebel. Aber welche taktischen Wege man in Zukunft mit diesem neuen Item da spielen kann, das wird sich erst zeigen. Das wird aber sehr, sehr cool, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall ein Item, worauf ich mich auch sehr freue. Die Rauchgranate ab der nächsten Season dann spielbar drin im Spiel. Und ja, das waren so ziemlich die Neuerungen. Es gibt hier noch den letzten Punkt auf dieser Liste mit dem folgenden, nämlich das Belohnungssystem für Kisten wurde überarbeitet. Was genau das heißt, konnte ich auch noch nicht so richtig herauslesen. Anscheinend sieht man jetzt nicht mehr in Zukunft, was man für einen Pool hat und was man dann als nächstes wahrscheinlich bekommt, sondern es ist jetzt einfach so überraschungsmäßig. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist. Wir werden es dann in der nächsten Season, in der nächsten Woche sehen. Die kommt am 7. Februar, die Season. Das bedeutet, wie immer, an einem Mittwoch. Und meistens ist es so, dass um 10 oder um 11 Uhr, kommt drauf an, ob Winter- oder Sommerzeit, weiß ich jetzt nicht genau, die Server sozusagen neu gestartet werden und das Update aufgespielt wird. Meistens ist es zur Mittagszeit dann immer schon online und man kann zocken. Es gab schon mal eine Season, da hat es bis nachmittags um 16 Uhr gedauert. Gab aber auch schon Seasons, da war es um 11.30 Uhr schon online. Also irgendwie so um diese Mittagszeit wird es aber wahrscheinlich wieder werden. Da freue ich mich drauf. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Vorfreude und mich würde natürlich interessieren, wie findet ihr die neue Season bzw. den Ausblick auf das, was da alles neu ist? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Bin sehr gespannt, wie ihr das alles so aufgenommen habt, die neuen Infos. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt euch einen Daumen hoch. Und dann freue ich mich natürlich darüber, über euren Support und würde mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jan Hugo. Ciao, ciao.